Der Endgegner erwartet uns. Hallo. Mann. Er sagt immer, hallo, tschüss, hallo, tschüss. Das, irgendwie geht das einem voll auf den Geist. Euch geht das so sicherlich auch auf den Geist, aber egal, der Endgegner wartet. Viel Spaß. Das ist auch gut. Oh, ich hab hörst du die Musik? Gehört. Voll die gruselige Musik irgendwie. Verschwimmt zu ihnen hin. Und rate mal, was ist das für ein Endgegner? Guck mal. Hallo. Nö, eine Piranha-Pflanze. Und Kamek. Gib endlich auf, Yoshi. André ist zu mächtig. Und dieser süße Bauchnabel. Ups, der hat keine Bedeutung. Vergiss das wieder. Nein, nein, wir müssen echt auf den Bauchnabel von dem Vieh stehen, weil es wird jetzt verwandelt. Und pass mal auf, das ist irgendwie eine coole Verwandlung. Ich finde die Verwandlung total cool. Pass mal jetzt auf. Mama. Ja, die Grafik war noch nicht so. Aber guck mal, der Bauchname hat ein Pflaster. Dagegen müssen wir schießen. Doch, habe ich. Boom! Er knallt erstmal voll mit dem Kopf gegen. So, ey, verdammt. So. Hui, bam! Einmal getroffen. Die Zähne sind voll vergammelt gelb. Jetzt habe ich aber keine Munition mehr. Jetzt müssen wir warten, bis er diese komischen Muscheleier in die Luft schießt. Und dann müssen wir daraus halt Eier gewinnen. Ja, auch wenn er verpixelt ist. Ich finde den Endgegner irgendwie gut. Wow, er bleibt da einfach stehen. Ey, ist das fies? Ist das fies? Der verarscht uns erstmal voll. Die Musik, Junge, die finde ich richtig geil. Jetzt spuckt er die hoch. Ich glaube, das ist bei jedem Endgegner ist das, glaube ich, die gleiche Musik, aber wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall bei Baby Bowser nochmal diese Musik. Ja, ja, ich weiß, ich merke das doch. Und jetzt. Wollen wir ihn jetzt sofort töten oder soll ich noch ein bisschen rumzappeln mit ihm? Töten. Ja, du brutaler Mensch, okay. Jetzt verwelkt er. Keine Mucke. Ja, irgendwie nicht, ne? Baby Mario, jetzt wuchs und Yoshi zu faul. Wir haben Schloss aufgemacht. Yay! Wir haben die Welt komplett. Die Musik. Wow, wir haben alle Mützen und alle Blumen, nur alle Sterne haben wir nicht. Naja, ist auch nicht so schlimm. Jetzt ist es soweit. Eigentlich müsstest du dich jetzt verabschieden, aber wir wollen ja nicht, dass tschüss. Du dich verabschiedest. Nein, du verabschiedest dich jetzt noch nicht. Hallo! Ja, jetzt sehen wir erstmal, wie er die Welt da zerstört. Einem sozusagen. Ja, richtig geil, 3D jetzt auch, ne? Schön. Yoshi hat's eingenommen. Und da wartet Baby Luigi auf uns. Und jetzt, guck mal hier, Welt 1, 2 und 3. Und wir sind jetzt in Welt 4. Und das ist... Ach so, eine Welt. Auch eine doofe Welt. Naja, auf jeden Fall, du wolltest ja noch das erste Level dabei sein. Wenn auch nicht das komplette. Ich glaube, das Koopa-Kommando. Ich glaube, das komplette Level schaffen wir nicht. Wie sehen denn hier die Goombas aus? Guck mal, wie die Goombas aussehen. Die drei Touren. Es ist eine schöne Welt irgendwie. Boom. Boom, boom. Ja, das interessiert mich jetzt gar nicht. Das ist doch nur moralisch, wenn es mich interessiert, ne? Oh. Oh. K-Sein, so aus irgendwie. Ey, du mal Gumba. Kann man die auch platt machen? Ey, man kann die auch platt machen. Hey, geil, der läuft ja so weiter. Oh, oh. Okay. Ist klar. Alles klar, weißt du Bescheid. Naja, trotzdem. Wow! Hab ich mich in der Schau. Baby Mario! Hab dich. Voll in den Rücken geschossen. Sammeln wir uns Money. Nee, das ganze Level wirst du, glaube ich, nicht schaffen. Aber das ist ja nicht schlimm. Machen wir halt mitten im Level Schluss. Oh, er ist ja wieder voll aufgeladen. Bam. Bam. Boom.
Jetzt schaffen wir es nach oben. Komm, und... Oh, toll. Jetzt habe ich diesen... Jetzt habe ich den Koopa getroffen. Ist ja auch egal. Jetzt hab... So, nochmal. Und ich will wissen, was das ist. Das ist so spannend. Wow, das ist jetzt nicht mehr spannend. Das sind immer diese doofen Sterne. Hier muss man das mit Hilfe eines Koopas machen. Ja, wenn man hier reinspuckt irgendwas, dann kommen da Sterne raus. Oh, das. Warte. So. Nicht gekriegt, ist aber nicht weiter tragisch. So, oh, was bist du denn für einer? Er spuckt Münzen. Toll. Mich interessiert nicht, dass du Münzen spuckst, ich spuck dir einfach runter. Wow! Alter! Ja, das ist ein bisschen Armee jetzt. Ey, in diesem Level hat doch die Armee mitgefunkt. Area 50 Yoshi. Deutsche Bundeswehr. Nee, nicht die Deutschen. Die Nein, auch nicht die Russen, verdammt! Die Norweger. Die Norweger. Verdammt. Ah, ja, hier kann man auch klappen. Oh, Hilfe! Wow. Oh, da ist Melone. Ist das zu fassen? Komm her! Ah, Blume war das. Hier, dich eise ich ein. Ah, die Station ist kaputt gegangen. Ah, Hilfe. Hilfe. Ah, die Armee. Ah, Alter. Krieg der Yoshi-Seite. Komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse. Ey, ja, komm auf die dunkle Seite der Macht. Wir haben Kekse. Etwas lauter. Och nö, ich dachte, das wäre das einzige Level. Yoshi ist wieder bekifft. In der ersten Welt gab es auch so. Nee, in der ersten, das ist so. In der ersten Welt gab es auch so ein Level, wo Yoshi bekifft wird und ich dachte wirklich, das wäre das einzige. Dann vergesse ich das entweder immer oder das gibt's auch nur in der GBA-Version. Aber ich glaube, das vergesse ich nur immer wieder. Die U-Kabel. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Münzen hier einzusagen. Ist so langsam. Ey, Junge. Yoshi, wenn du bekifft bist, ist das kein schönes Leben. Werd mal wieder normal. So, du bist wieder normal. Alles gut. Jetzt müssen wir erstmal. Ah, verpufft. Ach, nee. Boah, hier überall. Das ist ja richtig fies. Ja, weil der Level in der Welt 1 war das eigentlich noch amüsant. Aber hier ist das eher voll die Behindernis, wenn man bekifft ist. Ah, es ist zu Ende. Alles gut. Hey, vielleicht schaffen wir ja noch das Level. Wer weiß. Das ist ja nicht von der Chance. Nee, das stimmt nicht. Wow. Oh, jetzt wieder ein Sternkreis. Ey, ich will einen Sternkreis. Du musst mich. Super Baby Mario, dritte Nation, das interessiert mich nicht. So. Achso, doch, das muss ich jetzt aber machen. Pass auf, das ist cool. Der Stern macht Super Mario aktiv. Der kann Wände lang rennen, das ist so logisch für ein Baby, aber egal. Doch, das geht wirklich, ne? Ja, klar. Babys. Ja, nur Babys haben die Macht. Sie haben auch Kekse. Nee, sie haben warme Milch. Hui! Guck mal, da rutscht er. Was sind denn das für Typen? Werden böse. Mit einem Blitzer der Winde gleitet er da so. Oh. Die kommen auch, glaube ich, nur in diesem Level vor im gesamten Spiel. Aber ich glaube, das ist sogar echt schon das Ende des Levels. Ah, renn Yoshi. Yay! Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, das habe ich noch geschafft. 9:30, das ist Rekord. Vielleicht Bonus-Game. Dann füllen wir das. Dann füllen wir den Part komplett aus. Das finde ich so komisch, die Level sind kleiner als ich gedacht habe. Schöne Siegesfanfare. Was ist das für ein Mischmasch? Roulette! Wähle mit dem Steuerkreuz aus, wie viele Yoshis du setzt. Interessiert keinen. Drücke Augen, blablabla.
Ich setze. Oh, ich kann ja meine Leben da einsetzen. Boah, ich setze doch nicht mein ganzes Leben ein. Ich setze 5 Yoshis ein. Ich hab Angst. Es wird entweder mal oder plus genommen. Ja, plus 1. Also 5 plus 1, toll. Es wäre mal. Gibt das? Ey, 5 mal 3, das wäre richtig geil gewesen. Wie viel gibt denn das? 15? Aber egal, das Level ist jetzt fertig. 5 plus 1 ergibt jetzt auch recht. Jetzt verabschiede dich aber mal richtig, weil das der letzte Part war, wo du dabei warst. Tschüss! Das ist nicht richtig. Sag Tschüssi. Tschüss. Okay, ciao.